Ja, guten Morgen miteinander. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu den Pyramiden, Teotihuacan. Und ja, der Mario kommt jetzt auch mit. Gott sei Dank, sonst müsste ich da alles mit dem Bus oder irgendeine Tour machen. Das wäre ein bisschen umständlich. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dort wird. Es ist ja eigentlich ein Muss, wenn man in Mexico City ist, dass man das anschauen kann. Wird sicherlich auch viele Touristen haben. Aber ja, ich freue mich und das wird sicherlich sehr, sehr eindrücklich. Ja, ich habe jetzt den Mario gefragt, wie es da so ist wegen der Speed Limits hier in Mexiko. Und ja, sie haben Speed Limits, aber die Leute interessieren sich nicht wirklich für das. Das heisst, es gibt zwar Polizei, so Autobahnpolizei, also Police Federal. Und die haben manchmal auch so Pistolen, die sie haben. Und ja, aber man kann natürlich nachher mit denen verhandeln, wie es da so üblich ist. Aber was noch witzig ist, in der Stadt innen haben sie jetzt seit etwa 2 Jahren, wir sind da gerade auf so einer Bachstein oder was auch immer, so Steinpflasterstrasse schüttelt. Sie haben in der Stadt jetzt neu Radarkästen aufgestellt, aber die Leute haben dagegen gestreikt, oder sie haben gesagt, das entspricht nicht unserem Gesetz, weil im mexikanischen Gesetz ist es so, dass man das Recht muss haben, dass wenn man eine Penalty, also eine Strafe bekommt, dass man dagegen kann argumentieren. Und wenn man einfach eine Strafe bekommt und die Busse zugeschickt bekommt per Post, dann kann man nicht mehr dagegen argumentieren. Und das entspricht nicht dem Gesetz. Das heisst, die haben das eigentlich wie wieder abgeschafft, respektive es gibt immer noch ein paar Radarkästen hier in der Stadt, aber sie haben extra Gebäude oder Büros eingerichtet, wo man hingehen kann und irgendeinen Grund sagen. Er hat gemeint, es ist eigentlich scheißegal, was für ein Grund. Man sagt einfach, das bin nicht ich gewesen, oder weiss der Gucker was, irgendeine Story. Und dann geben die dir einen Rabatt für das. Also wenn du jetzt irgendwie müsstest 2000 Pesos zahlen, kannst du dort hingehen und schlussendlich zahlst du vielleicht noch irgendwie 500 Pesos oder so. Also unvorstellbar bei uns, aber da ist das anscheinend normal. Ja, wir sind jetzt hier gerade vor der Mondpyramide und die sieht extrem eindrücklich aus. Das ist die zweitgrösste hier. Da eine ist noch die Sonnenpyramide, die seht ihr dann später. Jetzt könnt ihr euch mal da reinziehen, wie das hier aussieht. Recht cool. Und jetzt mal schauen, ob wir dort rauf können. Vermutlich ja schon. Und ja, ich bin dann nachher gespannt auf diese. Die ist noch einiges grösser. Aber da von den Touristen her geht es eigentlich noch. Ich hätte jetzt mehr erwartet. Schauen wir mal, das sind jetzt ein paar Gröppli mit so Guides. Aber es ist jetzt nicht so mega überfüllt, wie ich es jetzt mir vorgestellt habe. Darum sind wir jetzt hier am Donnerstag, also heute ist Donnerstag. Da und nicht am Wochenende, weil am Wochenende ist es, glaube ich, ziemlich überfüllt da. Also die Pyramide hier ist gebildet worden, irgendwann so im Jahr 1 bis zum Jahr 100, irgendwann so in dieser Zeit. Und wenn man sich das vorstellt, dass sie das damals so gebaut haben, ist einfach unglaublich. Und es ist, glaube ich, gemäss Wikipedia, heute Morgen nachgeschaut, ich hoffe es stimmt, ist das die drittgrößte Pyramide der Welt. Ich glaube es, bin mir nicht ganz sicher. Nach der Pyramide in Ägypten und nach der in Puebla. Aber da muss ich mich noch mal schnell schlau machen. Wenn jemand von euch die Antwort weiss, kann er es in den Kommentaren unten reinschreiben. Das würde mich ja wundern.
Und jetzt geht es hier rauf. Oh mein Gott. Ja, Sport muss ich nachher auch nicht machen. Ja, der ist auch ein bisschen müde vom Auflaufen. Ja, es war klar, wir können nicht bis ganz rauf. Aber von hier haben wir auch schon eine recht geile Aussicht. Könnt ihr das mal reinziehen? Und da vorne sind noch mehr von diesen Verkäufern. Man muss sich da richtig durchschlängeln. Die wollen einem alle so Dings andrehen. So die, habt ihr vielleicht gehört, so die Puma-Dinger. Die machen so Puma-Geräusche. Das hört man da überall und es geht schon tierisch auf den Sack. Schaut euch das mal an. Man ist da richtig gezwungen, da, das meine ich. Man ist da richtig gezwungen, da durchzulaufen. Ja, wir sind jetzt hier bei der anderen Pyramide. How is this pyramid called? Quetzalcoatl. Habt ihr gehört? Quetzalcoatl. Ich kann es nicht aussprechen, ich probiere es nicht. Aber das sieht so aus. Und die ist eigentlich zuerst gebaut worden. Und erst nachher sind die da hinten, seht ihr es ja, die Sonnenpyramide und die Mondpyramide gebaut worden. Und das ist ja noch ein rechtes Stückchen zum Laufen. Aber das sieht da genauso schön aus. Eigentlich fast noch schöner. Und viel, viel weniger Leute. Und ist eigentlich noch krass, weil die Pyramide ist eigentlich mega schön. Die hat all die Charaktere da drauf. So ein bisschen die Puma-Köpfe und Schlangenköpfe. Und es ist mega schön gemacht, mega detailhaft. Was in denen eigentlich nicht der Fall ist. Aber die Leute kommen eigentlich trotzdem fast nicht hin. Und ja, wenn die jetzt an einem anderen Ort wirst, dann wirst du vermutlich extrem viele Leute haben. Da. Aber eben, das ist halt, weil die dort hin, gerechtermassen, muss man auch sagen, halt einfach ein bisschen die Show stellen. So, wir sind jetzt fertig mit der Pyramide und jetzt gehen wir etwas Leckeres essen. Und jetzt müssen wir mal schauen, das Restaurant, wo wir jetzt gerade gehen. Das ist so eine Grotte. Was ist jetzt called La Grotta? Si? La Grotta. La Grotta. La Grotta. So, das sind meine ersten Heugümper. What does it taste like? Nothing. It's very hard to describe, but it's good. I like. Hat er das wohl mit? Das meint, hat er das wohl mit? Oh, espera, ahorita, espera. Wir haben jetzt so eine Kerze bekommen vom Personal. Die haben wir jetzt hier schön platziert, Mario. Und das sind so ein die Stege. Das hat so eine. Sie haben uns so eine Story erzählt. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, um was es geht. Aber this is the stairway to where the to becoming reborn. To being reborn. Okay. Ah, genau. Also für die Leute, die dann nachher wiedergeboren werden. Da. Ja, also rechts ein schönes Restaurant, wie ihr gesehen habt. Sehr, sehr schick. Ich zeige euch das nochmal von dieser Seite da. Und
es ist auch anscheinend recht bekannt, also die, wenn irgendwelche Staatsleute von irgendwo kommen, gehen die viel auch da essen, weil die Pyramiden sind eigentlich gerade da ums Eck. Und danach ist das eigentlich eine gute Gelegenheit, danach noch mit diesen Leuten da zu essen. Da sind viele auch Hochzeiten. Ich sehe, es ist genug Platz da. Oder Firmen mieten das ganze Restaurant da mieten. Und ja, es war recht teuer gewesen. Also teuer. Nicht mega teuer, aber schon auf einem höheren Level. Also so die 0815, sagen jetzt mal, die ärmeren Leute von Mexiko können sich das nicht wirklich leisten. Aber es war gut gewesen. Spezielles Asset da. Aber eine gute Erfahrung war, mal etwas anderes, Insekten zu essen. Ich habe genug jetzt von Insekten schon nach dem einen Ding, weil es schmeckt schon irgendwie komisch und die Huren Beine kratzen immer so im Hals, wenn man sie nicht gut zerbeißt. Das ist schon etwas speziell. Aber ja, jetzt habe ich es probiert und jetzt ist es gut für ein Moment. Letztes Jahr habe ich noch Skorpion gesehen, neu mit im März. Vielleicht muss ich das auch noch irgendwann probieren, aber ja, mal schauen. Die Häuser hier hinten sind alle so farbig angemalt. Es sieht recht witzig aus. Und das ist, weil eine grosse Farbfirma da in Mexico City hat so eine Marketingaktion gemacht. Und die haben denen so die Farbe umsonst gegeben. Und die Leute konnten dann ihre Häuser können anmalen. Jetzt sehen Sie nochmal. Ja, wir sind jetzt hier noch in einen mega coolen Stadtteil gegangen, eins zu ziehen. Und Mario, seine Schwester, ist auch noch gekommen. Und eine Kollegin von ihr, sie ist von Deutschland. Sie ist jetzt hier für 2 Monate, ist sie jetzt schon in Mexico City. Sie ist eigentlich schon das 5. Mal da. Sie arbeiten auch ein bisschen da von, ja, ich glaube, ein bisschen von überall auf dieser Welt arbeiten. Und ja, es war ein sehr cooler Abend. Jetzt ist schon, es ist für die Zeit, 1:30. Und ich bin saumässig müde, darum gehe ich jetzt liegen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen gegen rauf, abonnieren nicht vergessen und das nächste Mal wieder einschalten. Ihr wisst, was zu tun ist. Also bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.